Herr Präsident, meine Damen und Herren, was ein Tag, was eine Debatte. Wenn der Kollege Schipanski sich schon lauthals Sorgen um die Linken macht, dann brennt ehrlich gesagt die Hütte. 77 Minuten Haue, Sie haben es so gewollt, werden von mir aber jetzt nicht in der Art fortgesetzt. Insofern keine Sorge. Aber als ich am Mittwochabend endlich den Antrag vor mir liegen hatte, war meine Assoziation, Mensch, das ist mal ein bildungspolitischer Schrotschuss. Wir laden unter Punkt 9 die Flinte mit dem Geld der Exzellenzinitiative und unter Punkt 1 bis 8 feuern wir mal einfach so in die richtige Himmelsrichtung und hoffen, dass was umfällt. Mit solider Politik hat das aus meiner Sicht nicht allzu viel zu tun. Denn wir haben in den vergangenen Jahren mit solider Politik die Wissenschaft auf eine arbeitsfähige Basis allemal gestellt und auch förderfähige Regionen allemal gefördert. Und diese Ergebnisse haben wir auch und insbesondere der Unionspolitik zu verdanken. Liebe Fraktion Die Linke, die Erfolge im Bereich Forschung und Entwicklung in Deutschland sprechen für sich. Lassen Sie sich daher ein weiteres Mal davon überzeugen, dass unser klares Bekenntnis zur Spitzenforschung in Deutschland die Forschung insgesamt deutlich gestärkt hat und auch weiterhin bestärken wird. Meine Kolleginnen und Kollegen, doch selbstverständlich. Nur durch Forschung über das Gewöhnliche, über das Normale, den Standard hinaus, das heißt, man braucht ihn, aber darüber hinaus kommen wir wirklich zu einer exzellenten Forschung. Und Forschung funktioniert nur, wenn nicht nur in der Breite unterstützt, sondern halt eben auch in der Spitze gefördert wird. Wir haben, das habe ich doch gesagt, nun wiederholen Sie mich doch nicht, aber herzlichen Dank. Wir haben in Deutschland hier einen langen Prozess hinter uns, indem wir die Leitlinien des Wissenschaftssystems deutlich weiterentwickelt haben in den vergangenen Jahren. Dies war ein langer Prozess hin zu einer höheren Leistungs- und Innovationskraft in der Forschung und damit auch zu einer besseren internationalen Sichtbarkeit. Seit vielen Jahren gehört zu diesem System auch der Grundgedanke genau dieser Arbeitsteilung innerhalb des Wissenschaftssystems. Der Bund stellt Mittel für unterschiedliche Einrichtungen zur Verfügung. Dies sind im Wesentlichen Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen, die das BMBF allein gemeinsam oder mit anderen Partnern trägt. Nach dem Grundgesetz sind die Zuständigkeiten im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland nur in begrenzten Fällen dem Bund alleine zugeordnet. Das ist also wahrlich, und das ist richtig und wichtig, eine Gemeinschaftsaufgabe aller von Bund und Ländern, und daran halten wir fest. Nicht zuletzt auch aus diesem Grunde begrüßen wir die Arbeit der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, die aufgrund von gemeinsamen Entscheidungen seit Beginn 2008 ihre Arbeit im Sinne einer ausgewogenen Forschungslandschaft zwischen Bund und Ländern angetreten hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Deutschland eine solide Grundlage für eine angemessene gemeinsame Bund- und Länderförderung und Grundausrichtung im Sinne der Hochschulen und Wissenschaft geschaffen. Auch das Inkrafttreten der Änderung von 91b Grundgesetz zu Beginn des vergangenen Jahres zeigt noch mal deutlich, dass diese Gemeinschaftsaufgabe gestaltet werden muss, aber mit genau dem Tenor, in dem er dort steht, mit überregionaler Bedeutung. Wie kommt es denn zum Beispiel, dass in den Ländern wie zum Beispiel Brandenburg hier die Ausgaben für Bildung und Forschung sogar zurückgefahren worden sind, wie wir dem Statistischen Bundesamt entnehmen dürfen? Stellen wir also fest, unter Federführung der Union wurde die Forschungsförderung der öffentlichen Hand kontinuierlich gesteigert. Wir sind heute mit dem gesamten Bruttoinlandsprodukt für die Forschung und Entwicklung in Deutschland entsprechend des EFI-Gutachtens mit 83,6 Milliarden Euro auf einem Höchststand angekommen. Wir lehnen hier eine einseitige Mehrbelastung des Bundes, die von der Aufhebung des Kooperationsverbots gefordert wird, klar ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber nicht nur eine ausgewogene Finanzierung der Wissenschaftslandschaft in Deutschland beschäftigt uns hier, auch der strukturelle Aufbau des deutschen Wissenschaftssystems mit seiner Institutslandschaft zeigt seine besondere Stärke. Er öffnet Räume für die Bearbeitung unterschiedlichster wissenschaftlicher Aufgaben in Form und Inhalt. Er ermöglicht eine Arbeitsteiligkeit und funktionale Komplementarität. Er ist also Voraussetzung für die aufs Ganze gesehen bemerkenswerte Leistungshöhe und Leistungsdichte der Wissenschaft in Deutschland für ihren Ideenreichtum sowie Innovationskraft. Und in diesem strukturellen Aufbau entfaltet sich der Weg hin zu Spitzenforschung und Exzellenz.
Und darin werden wir nicht erst durch das Evaluationsergebnis der Imboden-Kommission aus den vergangenen Wochen bestätigt. In der nächsten Sitzung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz im April wird eine neue Bund-Länder-Vereinbarung in Nachfolge der Exzellenzinitiative beschlossen. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs werden gemeinsame Signale geben. Davon können wir ausgehen. Das ist eine dauerhafte Perspektive. Es besteht also ein breiter Konsens in Wissenschaft und Politik darüber, dass unser Weg zur Spitzenforschung und Exzellenz der richtige ist. Nun zu Ihrer immer wiederkehrenden Forderung nach solider Ausstattung förderbedürftiger Regionen. Seit über 25 Jahren werden auch und insbesondere die neuen Bundesländer mit Strukturfördermaßnahmen und Programmen unterstützt, die in der Fläche Strukturen allemal geschaffen haben. Und in Kenntnis der Wissenschaftler, die dort arbeiten, möchte ich sagen, wenn man dieses entsprechend missachtet, dann tut man denen wirklich Unrecht. Seit 1989 fördert das BMBF mit den InnoRegio-Programmen, seit 1999 mit der Förderfamilie Unternehmen Region, seit 1991 bis 1996 mit der Hochschulerneuerungsprogramm mit insgesamt 3,2 Milliarden dieses in erheblichem Maße. Und das ist eine gute Leistung und die hat weit Früchte getragen, wie eben auch hier schon ausgeführt worden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Leistungsfähigkeit des deutschen Forschungs- und Wissenschaftssystems wird uns bestätigt durch national wie internationale Sichtbarkeit. Wir geben mittlerweile 2,87% unseres Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung aus, also fast 1% mehr als im europäischen Durchschnitt. Wir sind gut aufgestellt mit einem Weltmarktanteil an forschungsintensiven Waren von ungefähr 12%, was Weltspitze in dem Zusammenhang ist mit China. Wir sind bei den Publikationsindizes in einer führenden Position in Europa und weltweit unter den Top 5. Wir wollen eine national sowie international sichtbare Spitzenleistung in der Forschung auch zukünftig nicht dem Zufall überlassen. Weder durch Förderung nach dem Gießkannenprinzip oder nach Proporz, das kommt nicht in Frage. Daher auch immer wieder unsere Betonung eines rein wissenschaftlich geleiteten Auswahlverfahrens innerhalb der Wettbewerbe. Um die großen Herausforderungen unserer Tage, von der Globalisierung über die Digitalisierung bis hin zur Integration zu bewältigen, brauchen wir eine solide und haben eine für leistungsorientierte und stets dynamische Forschungsförderung. Mit einem klaren Bekenntnis halt auch zu exzellenter Forschung. Und Ihren Antrag betreffend möchte ich schließen, frei nach Goethe, 77 Minuten getretener Quark ist breit, nicht stark. Herzlichen Dank. Abschließender Redner in dieser Aussprache ist der Kollege Martin Rabanus für die SPD.